Das 18. Internationale Filmfest Oldenburg wurde gestern in der EWE Arena eröffnet. Und wieder einmal fand die Schlacht nicht am kalten Buffet, sondern auf dem roten Teppich statt. Statt klassischer Fotos haben wir bewegte Bilder der gestressten Kollegen, die das Ganze über sich ergehen lassen mussten. Dennoch, alle wussten es ja vorher, rote Teppiche sind nichts für Anfänger und auch nichts für Leute, die Abstand mögen. Außerdem sollte man rumgeschubst werden lieben. Während die regionale Tagespresse als Medienpartner sich auf dem 20 Meter langen Rot vergnügte, rangelten die anderen genervten Fotografen um die wenigen Plätze. Rund 25 Kameraleute versuchten einen Blick auf die Stars und Sternchen zu erhaschen. Die Teams von RTL und Sat.1 schätzten sich glücklich, einen halben Meter für sich reserviert zu haben. Sie führten die Interviews am Rande des Galateppichs, die gefrusteten Fotografen als Kulisse. Die wichtigen Fragen nach den Designern, nach Oldenburg oder den Filmen beantworteten Armin Rude, Stefan Luca, Anna Thalbach, Janine Reinhardt, Mia Morgowski, Ted Kotcheff, Matthew Modine und Deborah Kara Unger. Und sie waren sicher beeindruckt, wie viel Presse in Oldenburg auf die Beine gestellt werden kann. Everybody okay? I'd say.